Liebst nämlich den ganzen Baum abfackeln, aber ich habe leider kein... kein Feuerzeug. Ja, der ist auch so groß, alter Schwede. Nein, ich will nicht, dass ihr so groß werdet. Das ist mir also Ewigkeiten am Hacken, das ist total blöd. So. Und was ist mit dir? Ach, du bist der allergrößte von denen. Schön, dass es immer solche Viecher gibt. So, du gehst weg. Du gehst auch weg. Ich hau eigentlich mal alle jetzt weg. Ich brauche euch gerade nicht. Ich habe neue Freunde mitgebracht, mein Junge. So. Ich weiß nicht, was dem hier einfällt, hier sich so groß zu auszubreiten. Lässt kein anderer mehr Platz, Natur. Yay. Das da. Ah, cool. Warte, Moment. Eisen haben wir 44. Dann haben wir 46, 56. Da brauchen wir immer noch 8 Eisen. Wo kriegen wir denn 8 Eisen her? Wenigstens haben wir dann noch das hier. Ja, gut. Was ich jetzt aber wenigstens nochmal machen kann, ist... komm, die nehmen wir einfach. Nee, komm, nehmen wir 64. Und packen die auch nochmal schön rein. Und nehmen dann 4 davon was. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier packen wir das rein mit einem von dem. Und hier packen wir das rein mit 2 von dem. So, Lapis Lazuli müssen wir sicherlich auch nachher kochen mit Kohle und so. So, ja, in der Zeit machen wir dann auch schon mal... Boah, hätten wir jetzt wirklich jetzt... Uns fehlen wirklich 8 Eisen, ne? Hätten wir uns nicht direkt schon die ganzen Schwerter gemacht und so weiter und so fort, dann wären wir jetzt schon durch. Ich weiß, wo es Eisen nochmal rein theoretisch gibt. Sicherlich da hinten auch nochmal, in diesen Riesenberg. Aber da suche ich lieber nochmal irgendwo anders, bevor ich da wieder hingehe. Das ist ja ein Horrorberg. So, gut. 1, 2 und Ziegelsteine. Ach scheiße, ich habe keine Dings mehr. Haben wir hier noch? Ja, hier haben wir noch. Die Steinziegel. Steinziegel, Steinziegel, Steinziegel. Was ist hier los? Haben wir keinen, Oh Mann, ey. Haben wir keine Spitzhacke mehr? Kein Cobblestone, gar nichts? Alter, nee, nicht wahr, oder? Dann müssen wir uns tatsächlich eben kurz eine Holzspitzhacke machen. Was eine Scheiße. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, ich bin aus Versehen auf die Aufnahmetaste gekommen, muss ich euch leider jetzt beichten. Die ist nämlich direkt unter meiner Escape-Taste und ich wollte eigentlich hier aus dem Handwerksmenü, also aus dem Workbench gehen, aber hab da wohl aus Versehen drauf gedrückt und gar nicht gesehen, dass die Zahl oben rechts gelblich ist und nicht mehr rot. Naja, ja, bisschen habt ihr was verpasst, aber es ist jetzt nicht so dramatisch, es war eigentlich eher so ein bisschen langweilig. Ich habe übrigens die ganzen Fläschchen hier mal mir reingepfiffen und mir eine Diamantenaxt gebaut und eine Diamantenspitzhacke, damit mindestens wieder das Ziel erfüllt ist. Ich sollte noch eine Axt bauen und dann habe ich mir gedacht, komm, dann mache ich noch eine Spitzhacke, die kann man immer gebrauchen. Jetzt hört ihr im Hintergrund gerade dieses Rauschen. Das ist mein Portal, das habe ich nämlich auch eben noch gebaut. Hab da eben Wasser drauf gekippt und mir dann ein paar Steine rausgehackt, um dann in die Hölle zu gehen. Weil da wollte ich eigentlich, da habe ich auch noch ein bisschen diese Goldnuggets gesammelt von den Schweinen. Normalerweise war ich gerade mal 43 mit den Level-Reagenzien, habe aber noch ein paar Level gemacht. Das war aber eher eigentlich ein bisschen langweilig, weil wir die ganze Zeit die Schweine suchen mussten und dann wieder abschlachten und dann wieder suchen, abschlachten. War jetzt nicht so ein Highlight. Da draußen hab der eigentlich auch nicht so viel verpasst. Ich habe nur die neuen Zepplinge, also neuen Setzlinge hingesetzt. Die 5 neuen, die 5 neuen, die 5 neuen. Und hab auch noch, hoch, lass mich mal hier durch. Hier schon mal ein bisschen gearbeitet. Damit wir auch bald Zuckerrohrfarm haben. So ist es richtig. Gut, ich weiß nicht, ob ich es nochmal nachreichen soll. Das hat keinen Sinn, glaube ich. Wir könnten aber jedoch nochmal in die Hölle gehen. Ach komm.
Und dann noch wenigstens die letzten Schweine nochmal töten. Dann habt ihr wenigstens ein bisschen was gesehen. Boah, das war echt beim ersten Mal in die Hölle gehen. Das war echt ein Drama. Das hat echt 2 Minuten gedauert, bis das die Gegend hier generiert war. Oh, hallo. Da bist du ja schon wieder. Hast du auch Freunde mitgebracht? Ich hoffe mal. So. Moment, einer ist hier, sonst nichts. Man muss immer nämlich richtig aufpassen. Weil meistens immer relativ viele noch unterwegs sind. Und wenn da so richtig viel aufeinander kommen, dann gibt es meistens richtig Schläge. Auch richtig Stress, das ist echt nicht so schön. 38 habe ich. Wie viel brauche ich denn immer? Ja, komm her. So, bring deine Kollegen mal wieder mit. Moment, ich guck mal kurz. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ich brauche 8. 8 Stück brauche ich. Da brauche ich 40, ne? Lass, der hat 2 gedroppt? Das war's jetzt. Ach nee, Quatsch, ich habe ja schon wieder 2 umgebracht. Gut. 5 brauchen wir. Warte, ich guck nochmal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Okay, ich hatte jetzt gedacht, das dauert doch wohl noch ein bisschen länger. War jetzt nicht der Fall. Ach komm, wir können ja noch ein bisschen das töten, bis wir 39 sind. Hier sind jetzt gerade richtig viele. Schön. Kommt her. Na, kommt her. Jedoch wird unser Schwert dann immer kaputter. Komm, wo bist du? Diese Geräusche sind echt gruselig. Jetzt haben wir auch schon wieder fast ein Drittel Level geschafft, ne? Da kommt er nochmal dran. Schnauze! Ja, halt so ging das die ganze Zeit. Ich gehe da hoch, schnetzel welche ab, gehe wieder runter, schnetzel welche ab. Gehe da hoch, schnetzel welche ab, gehe wieder runter, schnetzel welche ab. Das war jetzt nicht so der der Brüller, muss ich echt mal sagen. Ja. Hier könnte jetzt, hier wird's wieder gefährlich jetzt. Das, sowas habe ich dann nämlich öfters. Ach komm. Alter, hast du mich erschrocken. Dann bin ich meistens immer so nach so einem kleinen Fight dann doch mal wieder schnell zurück ins sichere Zuhause. Huch. Warum ist denn jetzt? Aber bevor wir jetzt wieder nochmal ein bisschen weitermachen, esse ich dann doch wieder was. Komm. Achso, ich bin schon im Satz. Schön. Na gut. Ich glaube, es reicht jetzt auch an den Demonstrationen. Bevor wir uns jetzt gleich total kaputt hacken lassen. Da hatte ich schon echt brenzliche Situationen. Die waren echt übel. Vor allem, wenn da noch ein Gas dazwischen kommt und die ganze Zeit dann noch rumspackt. So. Dann machen wir die Äpfel. Ist die Tür zu? Ja, wo haben wir sie? Da, nee, hier. 45 haben wir. Es geht eigentlich relativ schnell. Hallo? Wir haben jetzt 7 Stück gemacht. Wie lange haben wir jetzt, nehmen wir jetzt auf? 5 Minuten. Aber ich meine, ist halt wirklich nicht so eine tolle, nicht so eine tolle Arbeit. Muss man echt mal sagen. Obwohl man relativ gut Level bekommt. Aber ich glaube, ich will dann mein Level nicht so verdienen, weil es da echt gefährlich zugehen kann. Ich hole mir da lieber ein paar Slimes und bring die lieber um. Ja, jetzt haben wir sogar noch 5 übrig. Naja, was soll's. Yeah, 5 Äpfel und Challenge erfüllt. So. Ah, eine Gasträne. Ja, ja, stimmt. Gas, das war so geil, so ein Gas kam so richtig nah an mich ran und dann hat es richtig ordentlich mal mit dem Schwert hier abgekriegt. Man sollte ja denken, dass die Dinger sind schlau und fliegen die ganze Zeit weg, aber es hat sich irgendwie eingeklemmt oder so. So, Knochenmehl nehme ich mal mit. Dann brauche ich Kohle.
Und ein Kaktus. Wo haben wir Kaktus? Nur so wenig? Nein, ja, noch mehr. Nur 3 Stück? Okay, nicht so schlimm. Nein, nein, nicht so schlimm. So, und dann Lapis. Wo haben wir denn das Lapis? Lapis haben wir hier. Da können wir sicherlich ordentlich aus was rausmachen. Ach so, das muss man sicherlich auch backen, ne? Unglaublich. Was wir für Ansprüche immer haben, diese Dinger. Ne, komm. Machen wir erstmal 10. Also packen wir eine Kohle rein. Pack das. Du bist Lazuli. So brennen kann man das nicht. Vielleicht muss man das irgendwie anders machen. Das ist ein Block, den wollen wir nicht. So. Wie macht man denn die Farbe jetzt mal ohne Witz? Vielleicht kann man die ja kombinieren hier. Ah ja. Och, toll. So viel Blau wollte ich jetzt eigentlich doch nicht. Wie kombiniert man die denn? Ach so, ich weiß schon wie. Das sind einfach die einzelnen Farben. Gut. Dann Pflanzen. Formen wir die Pflanzen. Wo haben wir Pflanzen? Da ist das und da. So. Das und das. So, jetzt haben wir weiß. Eine Farbe haben wir schon weiß. Dann haben wir hellblauer Farbstoff. Ach so, hellblau haben wir schon. Dann machen wir nochmal pink. So. So, pink haben wir. Hellblau. Weiß. Rot. Gelb. Zack und zack. Orange. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt will ich noch blauen haben. Gibt's nicht blauen? Ganz sicher gibt es blauen. Wie kann man denn blauen machen? Naja, egal. Machen erstmal noch mal grün. Wo haben wir grün? Das. Der müsste fertig sein. Kaktus grün. Dann nehmen wir ein und machen da nochmal. Vielleicht gibt es auch hellgrün. Gibt's das? Nee, gibt's nicht. Aber vielleicht blau. Nee, blau und. Blau und gelb wieder. Ah, blau und gelb. Hm. Alter, Schnauze da. Du willst hier ungebeten reinkommen? Ich glaube, ich schlafe mal lieber. Bevor da jetzt noch welche Viecher auf die Idee kommen, mich umzuhauen. Meine Güte, jetzt schon wieder Hälfte des Levels 48. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Dann haben wir die Challenge gleich auch erfüllt. So, was können wir denn jetzt noch machen? Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Farben. Einen brauchen wir noch. Was ist das denn? Hellblauer. Wie macht man denn blauen? Moment, ich guck mal kurz. Muss ich euch tatsächlich mal auf den Desktop zurücklassen. Ach Quatsch, was sage ich auf dem Desktop? Auf dem hier Minecraft-Spiel zurücklassen. Na komm. Was soll's, hier öffne ich jetzt einfach einen neuen Tab. Meine Güte, warum lädt denn das so lange? Ist ja unglaublich. Wie könnte man einen blauen machen? Was gäbe es denn alles für Optionen? Lapis Lazuli brauchst du auf jeden Fall. Das weiß ich. Ah, warte, Moment. Das machen wir auch wieder zu. Testen wir einfach mal, dass wenn wir einfach die Wolle mal nehmen. Moment. Gut, lass mich aber erstmal nochmal kurz die ganzen Sachen hier ausräumen. Das packen wir wieder dahin. Das packen wir dahin. Erde nehmen wir mit. Und packen das da rein.
Ach so,